Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origin mit mir. Ich bin der Neflatu und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir weiter den Turm ausgeräumt und uns mit Leuten unterhalten, unter anderem hier auch mit Duncan. Und der hat, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen. Da müssen wir mal ein bisschen weitermachen. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Mhm. Ja, wie viele Magier haben sich, das haben wir ja schon gehört, ne? Das waren 7. Was geschah außer, das haben wir auch schon gefragt. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der Blutmagie eingesetzt hat? Das ist doch interessant. Einmal in meiner Jugend, kurz nachdem ich zu den Grauen Wächtern gekommen war, auf einer Reise mit meinem Mentor. Wir haben eine Gruppe Templer getroffen, die gerade einen Blutmagier jagte. Sie waren ziemlich weit weg, ich habe es also nicht deutlich gesehen. Er hat einige Templer dazu gebracht, ihre Kameraden anzugreifen. Oha. Ein schrecklicher Anblick. Okay. Er wäre entkommen, übersah aber einen Templer, der sich hinter ihn schlich und ihn enthauptete. Huiuiui. So mächtig ich auch gern, oha. Blutmagie ist böse. Er hat sicher nur versucht zu überleben. Ja, das wissen wir natürlich relativ wenig über Blutmagie, ne? Deswegen können wir jetzt nicht sagen, Blutmagie ist böse, auch wenn das hier so die landläufige Meinung zu sein scheint. Ich würde mal sagen, er hat sicher nur versucht zu überleben. Man muss sie zumindest in Erwägung ziehen. Okay. Dann wisst ihr es über die Besänftigen. Ja, das fragen wir mal hier. Die Magier, deren Verbindung zum Nichts getrennt wurde? Warum fragst du? Haltet ihr das nicht für grausam? Sie verlieren die Fähigkeit, Gefühle zu haben. Das habe ich gehört. Mhm. Dadurch sind sie und alle in ihrer Umgebung sicher. Ob es das Opfer allerdings wert ist, kann ich nicht beurteilen. Na, deswegen frage ich ja nach. Könnt ihr mir mehr über die Grauen Wächter und die Dunkle Brut erzählen? Sicher. Schließlich bin ich mit diesem Thema mehr als vertraut. Was machen Graue Wächter? Unsere Pflicht ist es, die Dunkle Brut zu bekämpfen, wo immer sie sich zeigt. Wir sind Elfen, Menschen und Zwerge, geeint durch dieses gemeinschaftliche Ziel. Elfen? ja, gut, Frau. Einige der bedeutendsten Wächter waren Elfen, wie etwa Garahel. Der Held, der den letzten Erzdämon erschlagen hat. Mhm. Die Dunkle Brut bedroht jeden. Sie unterscheidet nicht zwischen Rassen. Und wir sollten das auch nicht tun. War es als Elf schwierig im Zirkel? Warum hätte es das sein sollen? Das wissen wir natürlich nicht, ne? Also. In den Städten werden Elfen oft als geringwertig betrachtet. Mich hat interessiert, wie du das erlebt hast. Sicher, der Zirkel ist ganz anders als Denarim oder Val Royeaux. Aber manche Ansichten trifft man überall. Ich bin hier nie schlecht behandelt worden. Ja, komm, wir sind hier nie schlecht. Ihr seid wohl in erster Linie Magier und erst dann Elfen oder Menschen. Okay. Aber das Leben als Magier bringt sicher ganz eigene Probleme mit sich. In ganz jungen Jahren der Familie entrissen. Eine Existenz als potenzielle Beute von Dämonen. Das würden nicht viele wollen, wenn sie eine Wahl hätten. Gab es viele Angriffe der Dunklen Brut? Das Gespräch ist interessant. Ja, komm, jetzt müssen wir hier natürlich auf Pflichten nachdenken. Lass dich nicht von mir aufhalten. Genau. Aber jetzt haben wir schon einiges erfahren, Leute. Und ich würde jetzt mal eben schnell in den Ding hier reinschauen. Und mal kurz in den Codex. Haben wir da was offen? Plothelfer. Plothelfer sind Markierungen. Nee, das ist also kurz. Bitte, das machen wir hier Steuerung zu. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Magie und Religionen. Andraste, Braut des Erbauers. Ah, dass das aber immer auch gleich irgendwas auswählt. Das ist nicht cool. Dann müssen wir das jetzt mal eben lesen hier. Es war einmal ein kleines Fischerdorf an der Küste des Wachen Meeres, das eines Tages vom Reich von Teewinter überfallen wurde. Die Bewohner wurden versklavt und sollten auf dem Markt von Minratus verkauft werden. Zurück blieben nur die Alten und Schwachen. Eine der Gefangenen war Andraste, zu der Zeit noch ein Kind. Sie wuchs als Sklavin in einem fremden Land auf, konnte aber fliehen und machte sich allein auf die lange und gefährliche Reise zurück in ihre Heimat. Dort wurde sie praktisch aus dem Nichts die Frau eines Feldherrn der Alamari. Jeden Tag sang sie zu den Göttern und bat sie um Hilfe für ihr Volk, das noch immer in Teewinter versklavt war. Die falschen Götter der Berge und Winde antworteten ihr nicht, aber der wahre Gott schon.
Der Erbauer sprach zu ihr, zeigte ihr seine Schöpfungen, das Nichts, die Welt und alle Kreaturen, die dort lebten. Er zeigte ihr, wie die Menschen ihn vergessen hatten und stattdessen stummen Götzen und Dämonen huldigten und wie er sie deshalb verlassen hatte. Doch ihre Stimme hatte ihn erreicht und so berührt, dass er ihr eigenen Platz an seiner Seite anbot, auf dass sie über die Schöpfung herrschen möge. Aber Andraste ließ ihr Volk nicht im Stich. Sie hat den Erbauer zurückkehren und seine... Sie bat den Erbauer zurückzukehren und seine Kinder vor der Grausamkeit des Reiches zu retten. Zögernd willigte der Erbauer ein, den Menschen noch eine Chance zu geben. Andraste ging zurück zu ihrem Gatten Mafferath und erzählte ihm alles, was der Erbauer ihr eröffnet hatte. Gemeinsam versammelten sie die Alamari und marschierten gegen die Magier Lords des Reiches, und der Erbauer war an ihrer Seite. Das Schwert des Erbauers war die Schöpfung selbst. Feuer und Sturmflut, Hungersnot und Erdbeben. Überall sang Andraste zu den Kindern des Erbauers und sie konnte sie hören. Andrastes Anhänger wurden immer zahlreicher, wie eine gewaltige Flutwelle, die über das Reich hereinbrach. Doch als Mafferath erkannte, dass die Menschen nicht ihn liebten, sondern Andraste, begann ihn seinem Herzen ein Wurm zu fressen. Oha. Schließlich standen die Armeen von Andraste und Mafferath vor den Toren von Minathoth, oder Minrathus, oder wie immer das ausgesprochen wird, aber Andraste war nicht bei ihnen, denn Mafferath hatte insgeheim einen Komplott geschmiedet und Andraste in Teewinder ausgeliefert. Oha, dafür hatte ihm der Archon alle Länder rein südlich des Wachen Meeres zugesagt. Und so wurde Andraste vor den Augen der Armeen der Almari und von Teewinder an einem Pfahl gebunden und verbrannt, während ihr weltlicher Gatte mit seinen Soldaten tatenlos zusah, denn er hatte kein Herz mehr. Doch als der Archon den Scheiterhaufen lodern sah, erfüllte ihn Mitleid mit Andraste und er zog sein Schwert und bereitete ihr aus Gnade einen schnellen Tod. Der Erbauer weinte um seine Geliebte, verfluchte Mafferath und die ganze Menschheit für ihren Verrat, wandte sich erneut von seiner Schöpfung ab und nahm nur Andraste mit sich fort. Unsere Herrin sitzt noch immer an seiner Seite und drängt ihn dazu, noch Mitleid mit seinen Kindern zu haben. Puh, ja. Interessant. Braut des Erbauers, Andraste. So, was haben wir denn hier? Rechtschöpfung, der Erbauer, Verderbnis. Ich würde gerne das über Blutmagie lesen. Wo haben wir denn das? Lyrium, Läuterung, das Nichts. Grundlage der Magie, Verdorben. Blutmagie, haben wir es doch. Also, böse und verderbt seid ihr, die ihr genommen habt, mein Geschenk und es verwendet gegen meine Kinder. Im alten Teewinder hielt man die Blutmagie ursprünglich für eine eigene Schule. Nicht für eine eigene Schule, sondern für eine Methode, in jeder Schule der Magie mächtiger zu werden. Oha, okay. Der Name rührt natürlich daher, dass diese Magie vom Stadtmana Leben einsetzt, vor allem in Form von Blut. Es war früher eine normale Praxis für einen Magier, stets einige Sklaven zur Hand zu haben, wenn er dann einen Zauber wirken wollte, der seine physischen Möglichkeiten überstieg, konnte er diesen Mangel mit dem Blut der Sklaven ausgleichen. Oha. Mit der Zeit entdeckte das Reich jedoch auch Zauber, die ausschließlich mit Blut gewirkt werden mussten. Während Lyrium es einem Magier erlaubte, sein Bewusstsein ins Nichts zu schicken, kann er mit Blut den schlafenden Geist von anderen aufspüren, sich ihre Träume ansehen und sogar Gedanken beeinflussen oder kontrollieren. Mindestens ebenso heimtypisch ist, dass sich mit Blutmagie der Schleier vollständig öffnen lässt, sodass Dämonen physikalisch in unsere Welt eindringen können. Die Verbreitung des Gesangs des Lichts und der darauffolgenden Untergang des Alten Reiches haben dazu geführt, dass Blutmagie heute kaum noch existiert und so gehört es sich auch, denn sie ist für alle, die sie betreiben, eine ebenso große Gefahr für die Welt als Ganzes, okay. Ja, ich vermute, dass hier dann wirklich den Schleier vollständig öffnen kann, dass das genau das ist, was dazu führt, dass dann die Blutmagie eben verboten ist. So Leute, jetzt müssen wir aber hier mal, jetzt haben wir schon 10 Minuten wieder. Na guck an, Jovan, hallo. Gut, dass ich euch erwische. Ist euer Gespräch mit Irving beendet? Hallo Jovan. Ich muss mit euch reden. Erinnert ihr euch an unser Gespräch heute Morgen?
Warum flüstert ihr? Das ist sehr verdächtig. Ich will nur sicher gehen, dass uns niemand belauscht. Okay, was ist los? Wir sollten woanders hingehen. Hier zu reden ist nicht sicher. Ich sorge mich. Ich erkläre es euch. Kommt bitte mit mir. Okay. Hier sind wir sicher. Wer bist du nochmal? Also schön, worum geht es? Vor einigen Monaten sagte ich, ich hätte ein Mädchen kennengelernt. Das ist Lilly. Hallo Lilly. Eine Eingeweihte, das ist verboten. Eine Eingeweihte? Okay, ist dann keine Magierin, das ist wohl eher zur Kirche, glaube ich. Ah, ich hatte schon bezweifelt, ob es sie überhaupt gibt. Wie bitte? Diese fette Kuh ist eure Geliebte? Bitte! Mein Beileid, Lilly. Ah. Nee, okay. Ich würde mal das erste nehmen. Deshalb müssen wir es ja geheim halten. Okay. Lilly ist Angehörige der Kirche. Beziehungen zu Männern sind hier untersagt. Wenn es jemand herausfindet, bekommen wir beide großen Ärger. Ja. Habt ihr mich hergebracht, nur um über eure Affäre zu reden? Ihr könnt mir vertrauen, ich werde niemandem etwas sagen. Ihr solltet über diese Beziehung noch einmal nachdenken. Liebe überwindet jedes Hindernis und Schulter und wird einzig und allein hier. Ja, also ich würde jetzt schon gerne sagen, Liebe überwindet jedes Hindernis, aber ich glaube, dass es hier nicer ist, wenn wir sagen, ihr solltet über diese Beziehung noch einmal nachdenken. Das glaube ich. Ich werde Lilly auf keinen Fall aufgeben. Okay. Also was soll das Ganze? Wir sind doch nicht hier, um über die Liebe zu plaudern. Schön, dann heiratet und habt ein paar Kinder. Kann ich jetzt gehen? Oh Mann. Ich freue mich wirklich sehr für euch beiden. Also was soll das Ganze? Ich vermutete doch, dass sie mich nicht bei der Läuterung wollen. Ich weiß jetzt warum. Sie werden aus mir einen Besänftigten machen. Sie werden mir alles nehmen, was mich ausmacht. Meine Träume, Hoffnung, Ängste, meine Liebe zu Lilly. Alles fort. Ja, warum wollen sie dich, Leute? Warum wollen sie dich besänftigen? Ja, naja, aber wenn ihr nichts empfindet, könnt ihr auch nicht mehr traurig sein. manchmal ist es schon, wäre es schon nicht schlecht, nichts mehr zu empfinden, aber so als Dauerzustand ist das auch bescheuert. Und was hat das? Da gefällt mir wirklich eigentlich keine Antwort so richtig gut. Es ist besser als der Tod. Das klingt schrecklich. Ja, klingt schon schrecklich, aber... Ja, komm, okay. Sie werden meine Menschlichkeit auslöschen. Ich werde eine Hülle sein, die atmet und existiert. Aber ein Leben ist das nicht. Wir haben halt noch nicht so richtig eine Einstellung zu dem besänftigten Zeug und so. Dafür wissen wir noch zu wenig. Wie habt ihr davon erfahren? Ja, das ist mal eine interessante Frage. Ich habe das Dokument auf Gregors Tisch gesehen. Es genehmigt das Ritual bei Joan und Irving hat unterschrieben. Okay, das kommt schon wieder in Ordnung. Warum sollten sie euch das antun? Es gibt ein Gerücht über mich. Manche glauben, ich sei ein Blutmagier. Sie glauben, mich zu einem Magier des Zirkels zu machen, würde alle in Gefahr bringen. Ja, da ist er doch der Grund. Entspricht das den Tatsachen? Natürlich nicht. Na, bist du sicher? Aber ich bin hier nicht mehr sicher. Ich muss fliehen. Ich muss mein Phylakterion zerstören. Dann können sie mich nicht mehr aufspüren. Wir brauchen eure Hilfe. Alleine schaffen Lilly und ich es nicht. Verspricht uns eure Hilfe, dann weihen wir euch in unseren Plan ein. Aber könnt ihr das Ganze nicht einfach jemandem erklären? Wenn wir es jemandem sagen, wird Lilly bestraft. Wenn euch an meinem Schicksal etwas liegt, dann helft uns. Boah, Leute, also wir wissen ja nicht, ob der ein Blutmagier ist oder nicht. Kann ja sein, ne? Also,
Egal, was er uns jetzt erzählt hier, ich muss über die Sache nachdenken. Das ist nur fair. Aber bitte gebt uns bald eine Antwort. Die Zeit wird knapp. Okay. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Hinweise oder so. Neuer Codex-Eintrag. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, du. Das kann uns ja auch in Teufels Küche bringen, ne? Das wollen wir ja nicht so grandios, wie wir bisher unseren Weg durch die ganzen Quests hier gehen. Was ist mit ihm hier? Hallo, erster Verzauberer Irwin. Habt ihr Duncan zurück in sein Quartier gebracht? Jawohl, Chef. Natürlich, erster Verzauberer. Ja, und es war völlige Zeitverschwendung. Ja. Ja, warum habt ihr mich darum gebeten? Ich wollte, dass ihr Duncan kennenlernt. Er ist ein höchst ehrenwerter Mann. Mhm. Für mich sah er aus wie jeder andere. Okay, wir haben uns ein wenig unterhalten. Das ist gut. Mhm. Er hat euch bestimmt einiges über die Grauen Wächter erzählt. Wir können viel von ihnen lernen. Nun, kann ich etwas für euch tun? Also wir können uns so langsam mal ein bisschen drauf festmachen, dass unser Charakter hier, dass unser, ich nenne ihn jetzt mal Held, tatsächlich sehr ehrgeizig ist. Also er möchte wirklich, ja, was aus sich machen, sag ich mal. Und deswegen, er denkt sich viel, er würde auch gerne sehr, sehr viel so, ja, ein bisschen stichelig und ein bisschen salopp, wird er schon gerne antworten, aber er weiß halt auch, dass ihm das wahrscheinlich nicht immer zum Vorteil reicht. Und deswegen, ja, er versucht halt immer irgendwie so weiter raufzukommen. Und deswegen antwortet er jetzt hier eben auch sozusagen. Und das Gleiche ist auch mit den Elfen und so. Also das legen wir mal fest. Er ist auf jeden Fall ehrgeizig. Er möchte irgendwo nach oben. So, also weiter. Kann ich etwas für euch tun? Jovan sagt, dass er zum Besänftigen gemacht wird. Warum liegen auf eurem Schreibtisch Bücher über Blutmagie? Ich wollte euch nur sagen, dass ich getan habe, was ihr verlangt habt. Ich habe sie aus der Bibliothek entfernt. Man hat mir dazu geraten. Es könnte unklug sein, sie dort zu lassen, wo jeder Schüler sie lesen kann. Sie werden an einen sicheren Ort gebracht. Also, gibt es noch etwas? Jovan sagt, dass er... wann darf Jovan zur Läuterung? Das fragen wir mal. Das ist jetzt noch nicht so verfänglich. Wenn wir das erste fragen würden, dann riecht er was. Aber beim zweiten könnte es sein, dass er was riecht, aber es ist jetzt noch nicht... Damit sagen wir nicht, dass wir irgendwas wissen. Wenn er soweit ist. Okay. Jovan ist soweit. Okay, Jovan ist soweit, komm. Das glaubt ihr vielleicht, aber es ist nicht an euch, das zu entscheiden. Ja. Warum fragt ihr? Ach, nur so. ich bin lediglich wegen eines Freundes. Ich fand es nur seltsam, dass Jovan bisher nicht geprüft wurde. Ach, nichts, tut mir leid. Machen wir mal hier. Nun gut. Ich bin hier, falls ihr irgendetwas besprechen wollt. Na, jetzt riecht er was, jetzt riecht er was. Ah. Okay, jetzt riecht er was. Blutmagie. Hilf Jovan und Lilly bei ihrem Fluchtbahn. Jovan glaubt, dass man würde ihn zu einem Besänftigten machen, ihm seine Gefühle nehmen und seine Verbindung zum Nichts trennen. Er ist wild entschlossen, seinem Schicksal zu entgehen und er hat dich gebeten, ihm bei der Vernichtung seines Phylakterions zu helfen, mit dem man ihn ausspüren könnte. Du kannst Jovan und Lilly bei ihrem Plan helfen oder den Zirkel darüber informieren. Okay, alles klar, das ist also das... warte mal, ich würde da gerne... Vielleicht kann ich nochmal mit der Lilly reden. Weil die scheint mir ja ganz in Ordnung zu sein. Und für die gibt es ja auch keinen Verdacht oder so. Werdet ihr uns helfen? Ah, verdammt. Das ist doppelt. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ah, Leute, das ist ja eine super schwere Entscheidung. Sind wir ein Verräter, sind wir eine Snitch, wenn wir jetzt da hingehen und es dem Obermeister da sagen, dass der befürchtet, dass er zum Besänftigten gemacht wird? So, wäre das schon
Ich meine, wir kennen den ja kaum. Wie ist unsere Vorgeschichte zu ihm? Jovan, warte mal, vielleicht steht was im Kodex. Charaktere, was haben wir denn da auf dem Blutmagie? Okay, Charaktere. Charaktere. Duncan. Verflixt, da steht nichts drin. Tja. Gibt es hier noch eine andere Quest, die wir vorschieben könnten? Ja, auf jeden Fall. So, Irwin, da ist noch Oberverzauber. Das können wir mal zu. Das machen wir jetzt mal. Machen wir halt erstmal eine andere Quest oder so. Hallöchen. Ja, die genau. Oberverzauberin Leora. Wer seid ihr? Oberverzauberin Leora. Zuständig für das Labor des Zirkels. Okay. Braucht ihr etwas? Was ist da drüben für eine Tür? Sie führt in das Höhlenlager des Zirkels. Der Fels, auf dem der Zirkel errichtet wurde, ist nämlich von Höhlen durchzogen. Okay. Aber das wisst ihr natürlich bereits. Woher sollte ich das wissen? Kann ich die Höhlen mal sehen? Nein. Im Moment kann ich niemanden hineinlassen. Warum nicht? Weil da Dinge drin sind, die ich lieber unter sicherem Verschluss halte. Dinge? Bestehlt ihr die Lager des Zirkels? Nein. Was für Dinge? Empfindliche magische Materialien und Substanzen natürlich. Ich bin gerade mitten in der Inventur. Warenbestand überprüfen. Und ich kann niemanden hineinlassen, denn er könnte alles durcheinander bringen. Ja, jawohl. Klar. Das glaube ich dir sofort, dass es darum geht. Wie lange wird das denn dauern? Warum seid ihr hier draußen und nicht da drin? Weil ich gerade eine Pause mache. Ich hasse den Modergeruch in Höhlen und... Ach, ich sage euch die Wahrheit, aber... Na also. Ihr müsst sie für euch behalten. Na was? Die Höhlen werden von Spinnen heimgesucht. Spinnen? Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber es ist vermutlich meine Schuld. Ich wurde erst vor knapp 2 Wochen zur Oberverzauberin befördert. Und niemand soll davon erfahren, sonst halten mich alle für unfähig. Und seid ihr es? Also, ich mag den Ton, den du hier echt auswählen könntest. Benötigt ihr Hilfe? Ich könnte sie durchaus brauchen. Ich war viel zu beschäftigt mit meinen neuen Pflichten. Ich konnte mich nicht um die Spinnen kümmern. Okay. Wenn ihr sie für mich beseitigt, schulde ich euch einen Gefallen. Einen großen sogar. Ist das alles? Ich kann euch sonst nichts anbieten. Natürlich liegt in den Lagerräumen einiges herum, aber das darf ich euch nicht einfach so überlassen. Okay. Das mit der Inventur war ja eine Lüge, ne? Schon gut, ich mache es. Dann müsst ihr es alleine lösen. Viel Glück. Das ist jetzt natürlich die Frage, wird sie dann hingehen und sagen, Moment, ich helfe dir doch. Ach, weißt du was? Schon gut. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel. Und seid vorsichtig. Ich würde den Schaden am Eigentum des Zirkels gerne so gering wie möglich halten. Alles klar. Wunderbar, Leute. Aber wir gucken jetzt. Wir haben ja dick eine Robe und einen Stab und lauter Zeug bekommen. Und das werden wir uns jetzt erstmal anschauen, was wir da Schönes haben. So, Waffen. Zauberstab. Eisen. Zweihändig. Eisenstufe 1 benötigt. 16 Magie. Das haben wir auf jeden Fall. Schaden 4. Durchdringung 20. Nicht schlecht, der ist ungefähr so stark wie der, den wir im Nichts hatten. Ah, das ist auch wieder so ein knorriger, verbrannter Stab. Sieht man da welche Zauberstab Eisen, welchen Schaden er macht? Nö. Ich tippe aber mal auf Feuer oder so. Und dann haben wir noch eine Robe gekriegt. Magierrobe, Schülerroben. Da kann man 1 plus Magie. Und wie sieht die aus? Sie ist golden. Na dann. So, was haben wir denn da noch? Ja, genau. Geil, die Gürtelschnalle der Winde. Fetzig. Magie plus 1, das kann man auch gut brauchen. Und was haben wir hier noch? Kälteresistenz, ja, voll. Sehr nice. Und hier haben wir... Waffenrune. Okay, ne, den müssen wir wahrscheinlich auf irgendeine Waffe draufsetzen, nehme ich an. Okay. Uiuiui, schau doch mal an, da. Das haben wir mal. Ein dufter Typ, ne? Gehen wir mal da runter. Da ist jetzt offen.
Vielleicht sollte man auch mal speichern vorher, bevor man sich da jetzt mit irgendwelchen Spinnen anlegt. Schnell gespeichert. Oha, nice, Leute, guckt mal. Das ist ja dick. Holzkiste. Stab des Akrolyten. Ach, da gleich einen neuen Stab. Reichweite 50, der auch genau gleich ist, aber auch Eisen. Wird einfach mal eingesteckt. Haben wir noch eine dicke Truhe. Talisman Feuerresistenz, okay. Wir haben ja aber schon... Haben wir einen Talisman drum? Nein, nice. So, Stab des Akrolyten und das ist auch ein Eisenzauberstab. Ja, dann nehmen wir doch den, oder? Das sieht doch geiler aus. Magie, 2 Zauberkraft, jawohl. Nee, komm, lass mal den da tragen. Dann haben wir noch das Medaillon. Perfekt. Mmh. Und wir dürfen uns echt hier unten ganz alleine rumgurken. Wow. Bin ich jetzt zusammengefahren. Hör halt auf einmal platzt das Ding da von der Decke. Ah, geil. Na gut. Ja. Ist an dir. Ja. Ja, den haben wir aber zerlegt, würde ich sagen. Riesenspinne, gefrorener Blitz. Bin ich jetzt erschrocken? Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Ah, übel, übel, da müssen wir jetzt. Komm, das passiert bestimmt gleich nochmal. Ah, es ist nicht gut. Da krieg ich Puls. Ah, da geht's schon wieder weiter. Schaut euch das an. Ein Kokon. Ah, okay. Damit können wir es zumindest erkennen. Noch hinter der Wand. Da kommt sie. Okay, dann hauen wir ihr mal das Eis drauf. Dann ist sie gefrostet. So, ah, das wird ein Kinderspiel. Okay. Da sind wir echt gut unterwegs. Hallo? Nice. Das macht richtig Spaß da. Aber war der jetzt nicht eben zum Plündern? Seltsam. So ein leeres Pergament. Ah, da kommt bestimmt jetzt eine Riesenspinne oder sowas runter. Oha. Schon unterwegs. Fühlt sich unser Leben? Ach, das fühlt sich ja total schnell wieder auf.
Killerspiel. Ja. Was haben wir hier? Ah, oh, nice. Boots. Unbearbeitet. Schreiter des Nichts. Jawohl. Noch ein bisschen Geld erhalten. Schauen wir uns mal die Boots an, die wir da haben. Was bedeutet denn das unbearbeitet? Krieg mal. Ein Ding dazu, so. Da sind wir. Das verwirrt mich, da hinten sollte es eigentlich weitergehen. Was ist da los? Okay, so, jetzt gehen wir hier noch rum und erschrecken noch mal. Das dürfte lustig werden. Oh, hier ist eine andere Spinne, jawohl. Eine Giftspinne. Oh, die ist schon krasser. Aber auch nicht wirklich hart. Gold hat's gegeben. Natürlich! Zauberstab, noch ein. Stab des Akolyten. Magie 1. Ah, der ist aber nicht so gut wie den, den wir schon haben. Und Fass. So, das machen wir noch zu Ende hier, Leute, bevor wir die Folge beenden. Das ist noch eine Riesenspinne. Gibt's hier nicht irgendwie so einen Boss oder sowas? Na gut, Leute, aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Das geht so schnell. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wenn ja, würde ich mich wieder, wie immer, mit einem Daumen nach oben, da wäre ich echt glücklich. Und wenn ihr noch kein Abo meines Kanals habt, natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Da freue ich mich auch riesig drauf. Und ja, ich sag mal bis dann, euer Neflatur.